Soll ich anfangen? Die Dame zuerst. Also, ich bin ja ursprünglich aus Innsbruck und der Frank ist ursprünglich aus Weil am Rhein, also in Deutschland, in der Nähe von Basel. Und ich bin natürlich, eigentlich wollte ich ursprünglich nach Wien studieren gehen, aber irgendwie waren die räumlichen Umstände der technischen Fakultät so beklemmend, dass ich mir gedacht habe, bleibe ich doch in Innsbruck. Und haben wir das einfach einmal angeschaut, das Architekturstudium. Und so bin ich dann in Innsbruck geblieben und habe dort auch mein Studium absolviert. Und habe dann an der Uni als Assistentin beim Professor Ginke am Institut für Experimentelle Architektur auch den Frank kennengelernt. Frank war damals noch Student. Boah, das streichen wir. Und das streichen wir nicht raus. Und und zu dieser Zeit haben wir uns dann auch ineinander verliebt und es ist dann, wie das so oft der Fall ist, aus einer Beziehung ein Büro geworden. Und das Büro schadet nicht. Und das geht ja weiter und aus dem Büro ist dann keine Beziehung mehr geworden. Okay. Wenn du schon auspackst, dann machen wir das dann vollständig. Also zuerst ist es aus der Beziehung ein Büro geworden und dann ist es aus dem Büro, ein aus Horror der Beziehung worden. Wieder ein, genau, genau. Ein Horror geworden. Und dann nein, das ist ja alles übertrieben jetzt. Aber. Nein, aber es ist natürlich nicht ganz einfach. Ich unterbreche jetzt, Frank Ludin ist mein Name. Bin aus Weil am Rhein, dem Mekka der Architektur. Na, da steht ja dieses Vitra Design Museum, war am Anfang umgeben von Gary Hadid etc., was man natürlich als Kind nicht wahrnimmt, aber vielleicht beeinflusst. Und wollte dann immer ein Abenteuer-Sportunternehmen machen, war recht viel Windsurfen und Snowboarden und bin dann eigentlich wegen dem Snowboarden nach Innsbruck gekommen und habe aber dann relativ schnell und bald einmal festgestellt, dass das Leben auch etwas Ernsthaftes mit sich bringen muss und trotzdem Spaß macht und da landet man relativ schnell dann bei der Architektur. Habt ihr so eine gewisse Grundphilosophie oder so eine Grundhaltung? Also einerseits, glaube ich, ist eine Grundphilosophie auch die, dass das in einem Interview steht, eigentlich vom Architektur- und Bauform, dass Architektur ein Anstifter sein kann, in dem Zusammenhang, dass Architektur, glaube ich, wichtig ist im Zusammenhang auch damit, dass sie eine Herausforderung darstellt. Also ich glaube, Architektur ist nicht nur dafür da, die Bedürfnisse der Bevölkerung zu befriedigen und meistens sind es ja auch Bedürfnisse, die man glaubt zu kennen oder man legt die sozusagen der Bevölkerung über. Aber das stimmt gar nicht, sondern ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Bevölkerung, dass Architektur als Anstifter agiert und eine Herausforderung für die Bevölkerung stellt. Ihr seid ja zwei Architekten. Wie kommt man mit zwei Köpfen auf einen gemeinsamen Nenner? Naja, kommt man eh nicht. Wohl kommt man natürlich. Nein, wie glaub, kommt man das in einer die Beziehung auf einen gemeinsamen Nenner? Gegenfrage. Ist nicht anders. Also letztendlich ist es immer ein Dialog, der mehr oder weniger heftig auch ausgetragen wird und aber auch im Team stattfindet. Also wir haben ja Mitarbeiter und Kollegen auch, mit denen wir zusammenarbeiten. Das ist meistens schon eine Teamarbeit und letztendlich rauft man sich dann zusammen. Ich glaube, man geht immer in glücklicherweise teilweise in etwas andere Richtungen, teilweise geht man zu parallel, da muss ohnehin jemand ausbrechen. Nicht? Und das tut, glaube ich, ganz gut, dass man sich sehr gut kennt, aber gleichzeitig auch ausbrechen kann. Ich glaube, das ist überhaupt der Vorteil von den Teams, dass sozusagen niemand so selbstherrlich ist, zu glauben, dass seine eigene oder die einzige Idee, die einzige Möglichkeit dann auch die ist, die auch schon überprüft ist beziehungsweise diskutiert ist. Und ich glaube, dass so ein Team immer die vor allem die Qualität hat, sich gegenseitig selber in Frage zu stellen und auch die Gedanken in Frage zu stellen und dadurch unter Umständen auch mehr Tiefe und Inhalt in den Projekten zu erzeugen. Und was vielleicht auch noch eine sehr hohe Qualität ist, dass man nie zu 100% Energie hat, ne? Und auch nicht in jedem Projekt zu 100% wieder an die Grenzen kann. Und wenn man da zu mehr ist, dann gibt es doch immer eine Person in dem Team, die irgendwo Qualitäten sieht und dann auch die anderen überzeugen kann. Nicht? Und es ist extrem wichtig, dass man, habt ihr vielleicht auch im Team, nicht? Dass einfach jemand
sie müssen vielleicht auch nur ein Teil der Gruppe sein, einfach Dinge sieht, die vielleicht die anderen nicht ganz so wahrgenommen haben. Und so sucht man sich immer tatsächlich die Pluspunkte eigentlich raus. Ne? Und dann haben die Leute natürlich auch, wenn man ehrlich ist, unterschiedliche Qualitäten. Also da gibt es einfach so Feinheiten an tatsächlicher Kompetenz oder Potenzial, die ganz leicht unterschiedlich gelagert sind, auch wenn wir alles Entwerfer sind schlussendlich. Trotzdem sind diese wie man den Blick richtet und auf was man ihn richtet, sind etwas anders gelagert und das bringt unglaublich viel. Eure Projekte sind sehr komplex oder schauen sehr komplex aus. Das heißt, ohne Computer ist es wahrscheinlich unmöglich. Wie sehr spielt jetzt der Computer beim Entwerfen auch eine Rolle, weil es ja auch teilweise verbönt ist, mit dem Computer zu entwerfen? Wie schaut es bei euch aus? Also bei uns ist das überhaupt nicht verbönt, mit dem Computer entwerfen. Also man muss auch ganz offen und ehrlich sagen, wir gehören jetzt alle nicht unbedingt zu der Generation, wo selbst ich, und ich bin die Älteste im Büro, wir sind alle nicht mehr so die wahnsinnigen Freihandzeichner. Also wir entwerfen wahnsinnig viel am Computer und es ist alles immer sofort dreidimensional gezeichnet und teilweise natürlich auch inzwischen schon mit einerseits parametrischen Programmen, parametrischen Modellen, so wie das der Landhausplatz war, aber inzwischen auch durchaus schon teilweise mit Scripting-basierenden Programmen. Ihr arbeitet ja eigentlich in verschiedenen Welten, wenn man so nennen kann. Einerseits auf einem Berg am Hang, andererseits in der Stadt. Was sind so die großen Unterschiede, wenn ich jetzt auf einem Hang baue, wo rundherum kein anderes Bauwerk steht, was man von weit weg sehen kann, und wenn man etwas baut, zwischen schon etwas gebaut? Und was sind da so die großen Unterschiede? Wie geht man an sowas heran? Ich glaube, in der Stadt stellt sich natürlich der gesellschaftlich relevante Kontext wesentlich mehr in landschaftlicher Umgebung. In landschaftlicher Umgebung ist es der Landschaft, der natürliche Kontext, die Natur, beziehungsweise aber auch eben Infrastrukturen, die vorhanden sind, oder aber auch zum Beispiel Phänomene, also wie Naturphänomene zum Beispiel. Naturphänomene können ein unglaublich schönes Kontextthema sein für das Bauen in der Landschaft. Und in der Stadt eben, das ist es dann, wie gesagt, vielmehr auch gesellschaftlich relevante soziale Themen, historische Themen und so weiter. Ja, obwohl vielleicht mit dem Thema Kontext vielleicht auch noch am ehesten etwas angesprochen ist, was uns auch interessiert, das ist die tatsächliche Einbettung ins Umfeld, nicht? Was wir außerordentlich wichtig finden, die sich jetzt nicht nur auf Wegnetzbeziehungen oder irgendwelche übergeordneten Leitsysteme reduzieren, sondern tatsächlich auch inhaltliche Basis benötigen, unseres Erachtens. Wie ist es jetzt genau, weil die Landschaft da ist, sieht man in Innsbruck sind die Berge, und die Berge sind etwas Gewaltiges, sowas Großes. Wie haut man da die Architektur rein? Versucht man sich da irgendwie so schön so mit dem Teppich drüber zu legen, oder haut man da noch was Gewaltiges dazu? Wie arbeitet man mit so etwas Gewaltigem, mit einer gewaltigen Dimension wie einem Berg? Ich bin nur gerade gelacht, weil gewaltig, das ist eines der Wörter der letzten 10 Jahre für den durchschnittlichen Tiroler, der über die Berge spricht, der spricht über gewaltig. Und das ist das Erschreckende daran, dass eben dieses gewaltig tatsächlich den Ort prägt. Also in Innsbruck vielleicht noch etwas weniger, weil das Tal sehr offen ist, aber wenn die Täler dann schmäler werden, dann wird das gewaltig umso wichtiger. Und es wird eigentlich Innsbruck vom Topos erschlagen eigentlich, nicht? Also es gibt eigentlich viel zu viel Natur, nicht? Ich glaube, dass dieses Vorhaben, einen Kontrast zu bilden oder etwas entgegenzusetzen, damit ist man tatsächlich überfordert. Das funktioniert nicht, weil für das ist die Landschaft tatsächlich zu dominant. Jetzt kurz zum Material. Ihr verwendet so gewaltiges Material wie Beton und Stahl. Schaut aber so ganz lässig cool aus, weil das wird gebogen und das ist rund. Also das ist eure Projekt auch extrem dynamisch sind, und das ist ja nicht Beton oder Stahl das erste Material, was einem in den Sinn kommt, wenn es so um Leichtigkeit und so Dynamik kommt. Warum macht es trotzdem? Wollt ihr was beweisen? Nein, ich glaube, das hängt einerseits mit dieser fließenden Systematik zusammen und auf der anderen Seite aber natürlich auch mit der Fähigkeit dieser Materialien robust zu sein. Ja? Also ich meine, so viele Materialien gibt es ja dann tatsächlich nicht, die gerade im Außenraum
frost- und daushaltbeständig, sage ich da nur, und so weiter. Ja, also dabei, da geht es ja jetzt nicht um Bauwerke, die irgendwie Innenraumausstattung sind oder so, sondern da geht es wirklich um Bauwerke, die also Wetter, Klima, Veränderung, jahreszeitlichen Veränderungen und so weiter einfach ausgesetzt sind und diesbezüglich auch viel aushalten müssen und auch Abnutzung aushalten müssen. Und es gibt nicht sehr viele Materialien, die an Verschleiß mitmachen, ohne dabei selbst dann zu kaputt zu werden, ja.